Ein sehr unwürdiges Ende für ein sehr spannendes Rennen. Wir haben eine mega Aufholjagd von Sainz, Hamilton und Perez und eine brennende Bremse von Perez, die für ja, Spekulationen sorgte. Das alles im ja, Race Recap Video von dem Italien Grand Prix. Fangen wir direkt mal gleich beim Start an und der war ziemlich brisant. Ja, Leclerc kam eigentlich viel besser weg, doch Russell konnte sich gut positionieren, er machte aber die Tür hart in Turn 1 zu. Auch am Ende des Rennens war eigentlich Leclerc sehr verwundert, dass es doch so hart war. Er hätte vielleicht geglaubt, dass es nicht so schlimm gewesen ist. Weiter hinten gab es da noch mehr Berührungen. Ich glaube, Bottas hat Magnussen angeschoben und ja, Hamilton musste auch den Ausweg nehmen. Es gab die Schikane cutten. Es gab da ein paar, die Schikane abkürzen mussten, aber überlebt haben es alle, Gott sei Dank. Und dann konnten wir uns auf ein sehr spannendes Rennen freuen. Mal einerseits natürlich, wer vorne gewinnen wird, aber andererseits, wie schnell Verstappen es in die Top 2 geschafft hat und vor allem, wie schnell sich auch die anderen, die weit hinten starten, durchs Feld pflügen. Verstappen, ja, die Antwort war schnell da. 5 Runden hat es gedauert, bis er an George Russell, dem zweiten, vorbei war und dann eigentlich ja, er hatte das mit Abstand beste Paket für das Rennen. Er war die Long Run Pace, wusste man am Freitag schon, dass man da circa eine halbe Sekunde schneller ist. Und die hat man auch gemerkt. Also wirklich, die Pace war enorm. Und ja, bei Perez ging es nicht so gut. Da hatte man anfangs Probleme. Man holte ihn schon in der 8. Runde rein, weißen Reifen zu holen. Rechts vorne fing dann, hat es geraucht die ganze Zeit, so komisch, auch gebrannt. Dürfte irgendwas reingekommen sein. Aber er konnte weiterfahren. Er hat dann den Bremsdruck nach hinten verlagert, um die vordere Bremse nicht zu stark zu beanspruchen und hat das Ganze dann gut gemeistert. Ja, leider ein sehr schwarzes Wochenende für beide Aston Martin, muss man sagen. Vettel mit Leistungsabfall, zuerst ERS-Probleme und dann hat er gesagt, er hat gemerkt, wie die Power nicht mehr da war. Und ja, das war natürlich schade. Ausfall und auch später dann Lance Stroll auch ausgeschieden. Das war echt dumm. Das löste das erste VSC aus und vor allem löste es ja auch die erste ja, Reifenwechsel-Phase aus. Leclerc sagte dankend ja, er sparte sich 7 Sekunden dadurch und dachte eigentlich, dass man im ja, Grünen sei mit der Strategie. Nur ja, mit der Ewigkeit, also wirklich, Verstappen ist ewig gefahren mit diesen Reifen, auch im Mittelfeld. Runde 14 war Carlos Sainz Jr. bereits Vierter, also der hat sich da auch durchgefahren, aber ja, war auch nicht so schwer, weil Daniel Ricciardo einfach den Lokführer machte. Man kann es nicht anders sagen, der Mann hat Pierre Gasly, Fernando Alonso, Norris und auch Nick de Vries, Guan Yu Zhou fast das ganze Rennen hinter sich gehalten. Und ja, dann wurde es endlich interessant, weil in Runde Nummer 26 kam dann der Stop von Verstappen. Es sollte der nicht der einzige bleiben, aber es sollte auf jeden Fall einer bleiben, wo man gewusst hat, der geht nicht auf die Weißen, der wird eine andere Strategie fahren. Und so war es dann auch. Der ist auf Gelb geswitcht, einen Rückstand. Und das war natürlich gut. Er hat da einen Overcut quasi gemacht. Er ist länger gefahren, Overcut nicht ganz, aber er ist länger gefahren und konnte sich dadurch eigentlich beinahe vorne halten, weil Leclercs Reifen und die Pace einfach gar nicht stimmte. Auch ein brisanter Fight, Runde 27, der Fight zwischen Fernando Alonso und Lewis Hamilton. Diesmal ging er glimpflich aus, diesmal passiert nichts, diesmal ließ man sich auch mehr Platz. Die fuhren auch komplett andere Rennen, muss man natürlich sagen. Und ja, es kommt, wie es kommen sollte. Sainz ist bis Runde 31 gefahren mit dem gelben Reifen und hat dann geswitcht auf den roten. Das war natürlich auch gut, aber so eine lange Distanz ist halt auch enorm. Wirklich 22 Runden mit dem roten Reifen ist schon eine Hardcore-Distanz. Das Return auch von Fernando Alonso wieder. Also es sind echt keine guten Zeichen für Alonso. Ich meine, beide Aston Martin draußen und jetzt eher auch noch im Alpine. Also schlimmer könnte es echt ihn nicht mehr treffen. Das war echt sehr, sehr schlecht. Dann komischerweise Runde 34 und man holte ihn für Plan A, B, C, D, Z, Y irgendwas rein. Ich habe keine Ahnung, wie viele Pläne man bei Ferrari macht. Ich glaube, die sollten das echt überdenken. Also die verwirren die Fahrer quasi. Und ja, so holte man ihn dann in Runde 34 rein, was ja
zu dem Zeitpunkt eigentlich ein guter Move war. Man holte ihn rein, er holte sich die roten Reifen noch einmal für den finalen Angriff. Weil auch man hat gesehen, die Zeiten wurden immer kürzer, der Abstand wurde immer kürzer und Verstappens Pace war halt auch enorm und deswegen wollte man da mit dem roten Reifen dagegen halten. Und ein Nyck de Vries, der einfach unstoppbar war, wirklich. Man muss sich Gedanken machen bei Alpine, man muss sich bei Williams Gedanken machen. Ein Nyck de Vries setzt sich das erste Mal in ein Rennen hinter das Lenkrad und fährt so ein souveränes Rennen, wie man es eigentlich nur von Alexander Albon bei Williams kennt. Und bitte, Jos Capito, merk dir diesen Fahrer und hol ihn dir. Diesen Fahrer musst du eigentlich mit beiden Krallen holen, weil ein Latifi bei Gott nicht diese Leistung bringt. So, und ja, in Runde 47 sah eigentlich alles locker nach einem easy Verstappen-Sieg aus. Man sah halt auch, das waren 20 Sekunden circa und die wurden noch nicht weniger, obwohl Leclerc die roten frischen hatte, Verstappen die etwas älteren gelben. Es wurde einfach nicht viel schneller wurde er nicht mehr. Und deswegen auch, ein richtig weirder Move von Red Bull war, also man hat Checo in der 8. Runde reingeholt für Weiß, er hätte durchfahren können, man hat nicht gehört, ob er Vibrationen oder so hat, man holte Checo dann nochmal rein, um einen roten Satz zu holen, verlor gegen Norris und Fernando und Lewis Hamilton die Plätze und nur um einen frischen Satz roter zu holen, ja. Und ja, dann ist es wirklich die dümmste Szene des Rennens. Er ist halt Daniel Ricciardos Ausfall. Da ist halt keine Auslaufzone. Das ist das Problem. Man steht hier quasi mitten im Nirgendwo. Es gibt keinen Gang nach draußen, nichts. Und deswegen musste halt ein Bock ran auf die Strecke. Deswegen auch Safety Car. Es waren, by the way, 7 Runden vor Schluss. Also man war 6 Runden vor Schluss. Und ja, diese Arbeiter dort, die stellten sich an, als ob sie das erste Mal ein Auto bergen würden. Die brauchten Ewigkeiten, um mal diesen Kran an die Strecke zu bringen. Und mir war schon klar, als ich das gesehen habe. Also man legte dann 100 IQ-Move-mäßig beide nochmal einen frischen Satz roter Reifen drauf. Und das war natürlich ein Traum. Das wäre das perfekte Finale geworden. Ähnlich wie in Abu Dhabi. Aber woran scheitert das wieder? An der Rennleitung und an der Inkompetenz. Der Entscheidungen. Man hätte locker easy going red flag geben können, hätte das Ganze spannend bis zum Schluss machen können. Was sagte der FIA? Nee. Es gibt kein red flag. Es ist nicht eine zu große Gefahr an der Strecke. Deswegen nur Safety Car. Und ja, es kam dann, wie es kommen musste. Ich habe mich so auf einen spannenden Endfight. 2-3 Runden Leclerc versus Verstappen gefreut. Nein. Man schenkte den Positionen so, wie sie waren, Verstappen vor Leclerc und dahinter George Russell. Sehr, sehr traurig. Da wäre vielleicht noch einiges durcheinander gekommen. Und war auch kein Wunder, dass die Fans auf den Tribünen gebuht haben, gepfiffen haben, es einfach nicht verstanden haben, warum man ihnen dieses perfekte Finale zerstört hat. Ähnlich wie in Abu Dhabi ist es auch hier wieder ausgegangen, dass halt ein Verstappen davon profitiert hat und, ja, ich will jetzt nicht sagen profitiert hat, weil, ja, der Ferrari war von der Pace nicht da, aber man hätte dadurch nochmal einen spannenden Endfight liefern können, aber hat man leider nicht in FIA-Sicht. Sehr, sehr traurig, sehr traurig. Der Endstand war dann Verstappen vor Leclerc und George Russell, wie gesagt, und dann kamen die drei, die ganz hinten starteten. Hamilton startete ganz hinten, also Sainz ist auf dem 4. ins Ziel gekommen, Hamilton auf dem 5. und Checo auf dem 6. Sehr, sehr cool. Auch Norrie, Gasly und Nyck de Vries dank dem Ausfall von Ricciardo 9. Platz, 2 Punkte, holte somit mehr Punkte als Nicolas Latifi in dieser Season und in seiner Debüt-Season zusammen. Letztes Jahr kann ich leider nicht sagen, weil da hat er 7 Punkte geholt in Zandvoort und Belgien. Aber dennoch, sehr, sehr tolle Leistung von Nyck de Vries. Der gehört in die Formel 1. Guan Yu Zhou lieferte sich auch einen spannenden Fight mit Nyck de Vries. Schafft es nur nicht vorbeizukommen. Der bekam auch eine Verwarnung, de Vries, weil er unter Safety Car zu viel
Abstand zum Vordermann gelassen hat, aber es gab dafür nur eine Verwarnung, weil er am Display ein Delta hatte und das war angeblich im Plus, oder das war anscheinend im Plus, man konnte das beweisen und so ist er der Strafe entgangen. Ocon und Schumacher, auch Schumacher ein tolles Rennen, der ist weit hinten gestartet und hat sich davor gekämpft mit einer guten Strategie. Bottas, ja, wieder mal eher mittelmäßig. Tsunoda, der gehört auch raus aus der Formel 1, sorry, no front oder so. Er ist zwar vom letzten Platz gestartet, aber letztes Mal ist Gasly aus der Boxengasse, also in Belgien ist Gasly aus der Boxengasse gestartet und holte Punkte. Also Tsunoda echt sehr, sehr schwach, der holte schon ewig keine Punkte mehr. Latifi 15, der gehört auch raus. Und Kevin Magnussen, ich glaube, der hatte durch diesen Bouncer von Bottas, hatte der da schon ein paar Schwierigkeiten dann. Aber auch sehr, sehr schwach die Leistung. Vielleicht auch mit der Strategie ein bisschen verdeichselt. Dennoch ein cooles Rennen, sehr, sehr spannend. Nur leider mit einem sehr unwürdigen Ende. Muss ich jetzt echt zum Schluss sagen. Also das war echt sehr, sehr unspektakulär. Auch zu Recht ist Nyck de Vries Driver of the Day geworden. Dieser Fahrer, einfach alles rausgeholt. Hol ihn euch, bitte. Auch Wolf hat gesagt, spätestens nach dieser Leistung muss ein Nyck de Vries in die Formel 1. Hier das epische Podium. Was nicht episch war, waren halt die Reaktionen der Leute, die Verstappen, vermeintlich Verstappen ausbooten. Eigentlich sagte Binotto, booten sie die FIA aus. Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, weil dann buche ich auch bei Leclerc und bei Russell und nicht nur bei Verstappen. Also, was denkt ihr, wem haben sie da ausgebuht? Für mich eindeutig. Der WM-Stand ist auch mehr als eindeutig. Verstappen kann in Singapur den Sack zumachen. Er ist 116 Punkte. So. 116 Punkte ist er vorne. Einmal noch Erster werden und er ist Weltmeister. Das ist sehr denkbar, muss man sagen, weil auch Leclerc irgendwann Strafen einbüßen muss. Ein Ausfall von Verstappen würde das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen, ich würde sagen, verzögern, aber die WM ist zu 99% gelaufen. Auch dahinter, Perez, 9 Punkte nur dahinter, 7 Punkte nur hinter Perez, auch George Russell, 7 und 8, der hat dann eher schon 16 Punkte wieder, Sainz dahinter und Hamilton hechelt ein bisschen hinterher, natürlich auch den Strafen geschuldet, aber auch generell war die Leistung gestern gerade zu Beginn, ich würde mal sagen, das erste Drittel war sehr schwach, sagen wir das erste Fünftel war sehr schwach, dann hat er eigentlich eine ordentlich gute Leistung, das Doppelüberholmanöver mit Gasly und Norris war schon sehr episch, WM kann eigentlich Red Bull nicht mehr aus der Hand gerissen werden, es sei denn, ein Team schafft es wirklich jedes Mal Doppelsieg zu holen oder Zweiter und Dritter jedes Mal zu werden, dann wird es schwierig, aber Mercedes könnte eventuell noch Ferrari schlagen, also Leclerc, wie gesagt, der holt noch Strafen, büßt noch Strafen ein, Singapur ist auch eher ein Pflaster, wo man, glaube ich, Mercedes gute Karten hat. Ich bin sehr gespannt, Alpine auch da mit dem McLaren-Fight sehr, sehr knapp beieinander sind, nur 18 Punkte, da kann man auf jeden Fall noch auch davon ausgehen, dass da noch harte Fights kommen werden. Aber nicht so, wenn Alonso immer ausscheidet. Aber das war halt ein 1-1, Ricciardo und Alonso draußen. Alfa Romeo ist da weit abgeschlagen. Und die sind doch irgendwo mittendrin. Haas kämpft gegen die Alfa Tauri ein bisschen. Ein Punkt trennt die zwei. Aston Martin 25 und jetzt Williams 6 Punkte. Das ist sehr wichtig. Ich denke mal, Williams fährt eigentlich gegen sich selbst. Sagt ihr, schreibt es gerne in die Kommentare. Macht ganz bloß wirklich mehr. Na. Was für ein Rennen. Sehr spannend und auch sehr taktisch vor allem. Nur das Problem halt, wenn ein Red Bull so eine Pace hat, weiß man halt schon, wer im Vorhinein gewinnt. Und das Ende war sehr, 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 sehr unwürdig für ein so tolles Rennen. Was sagt ihr? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Abonniert den Channel ganz kostenlos. Und wir sehen uns hoffentlich morgen oder später auf TikTok oder hier auf YouTube. Und ciao.